Dann finde ich ganz krass bei dir, weil, also 2019, da warst du, wie alt warst du 2019? 29, 28? 2019, ja, 29, 28, 29, ja. Genau, Aufstieg. Und dann kam noch dieser Call von Nazio. Ja, das war krass. Heftig. Wie kam das zustande? Das war, wir hatten letztes Vorbereitungsspiel mit Paderborn, haben wir zu Hause, also Härtetest, eine Woche bevor Bundesliga-Start war, ja, haben wir mit Paderborn gegen Lazio Rom gespielt. Okay. Und da ist dieser Iglitari Sportdirektor. Bei Lazio? Bei Lazio Rom, genau. Okay. Und wir haben halt gespielt, ich habe eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Dann habe ich ihn halt nach dem Spiel ja gesehen, wollte einfach so aus Respekt einfach Hallo sagen, weißt du. Ist schon so, nicht jetzt Legende, aber schon sehr bekannt in unserem Land, war Top-Stürmer. Okay. Weißt du? Ja, ja. Genau, so, halt wie gesagt, so wie unser Hakan Şükür so? Ja, genau, okay, genau. Okay. Kann man so sagen, genau. Und habe halt so gesagt, oh, wie geht's, bla bla. Dann meinte er, ah, ich wusste gar nicht, dass du hier spielst. Er hat so geredet, als ob er mich halt kennt. Geil. Okay, dann quatschen wir. Und dann habe ich so gemerkt, der verwechselt mich gerade, weil es kann nicht sein. Okay. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht, also mein Bruder, ich glaube, er kannte meinen Bruder, weil mein Bruder war früher, als ich halt oben und... Der hat Zell gespielt, ne, ein bisschen und... Genau, genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht Jürgen. Dann meinte er, wie, wer bist du denn dann? Dann meinte er, ich bin Klaus, dein Bruder. Dann meinte er, ach so, ich wusste gar nicht, dass er einen Bruder hat. Ich meinte so, ja. Er meinte, okay, hast du albanischen Pass? Ich meinte so, nee, deutschen Pass. Dann meinte er, ja, willst du spielen für albanische Nationalmannschaft? Ich meinte so, was für eine Frage, natürlich. Da meinte er, weil ich kenne den Trainer richtig gut und er ist gerade auf der Suche nach einem Sechser. Er hat mich schon ein paar Mal angesprochen, ob ich einen kenne. Also Trainer von Nazio. Ja, 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 ja. Da meinte er, und ich habe den jetzt schon oben, als er war auf Tribüne, als das Spiel halt lief, während dem Spiel. Und er meinte, ich habe ihn schon geschrieben, dass halt, der soll sich das Spiel kurz angucken und so. Livestream. Geil. Da meinte ich, okay. Ja, und dann haben sie sich einfach bei mir gemeldet. Heftig aber. So, man denkt, der ist wie so Handschlag gefühlt. So, ja, okay, komm, der sagt mal Bescheid. Voll oft bestimmt so, war. Man denkt so voll professionell alles dahinter und voll oft. Ja, so. War krass. Ja, war echt krass. Ich bin so nach Hause gegangen und du weißt, wie es ist. So, man hat diese Hoffnung, aber anders dachte ich mir, na, das kann nicht sein. So einfach geht das nicht. Safe, safe, safe. Und dann hast du den Call bekommen? Genau, dann habe ich den Call bekommen und... Wer hat dich angerufen? Mich hat angerufen der Teammanager. Krass. Der Teammanager von dir, weil der Trainer ist Italiener, der kann kein Albanisch und auch kein Englisch. Okay. Dann hat mit Teammanager gesprochen und alles und da war aber auch ein bisschen Krise mit, ich muss dann deutschen Pass abgeben und alles, wenn ich spielen will. Ach, also krass. War echt. Musstest du jetzt den deutschen Pass komplett abgeben? Ich habe den deutschen Pass dann abgegeben, weil ich wollte es unbedingt machen. Ja. Ich wollte halt Nationalspieler sein von Albanien. Normal, safe. Normal, ja. Und habe den aber dann wieder gekriegt später. Okay. Fuchs. Gott sei Dank. Fuchs. Ja. Man muss auch Fuchs sein. No risk, no fun, oder? Ja, ich mach nur Albanisch. Safe. Und dann sagen wir später so, man sieht dich so, Einigkeit. Und die sind so. Ja, heftig. Das ist auf jeden Fall schon mal krass, dass das mit der Nazi nochmal geklappt hat mit 29. Da erwartet man das wahrscheinlich auch nicht so ganz. Das kam ja alles. Nein, hundertprozentig. Also das war noch weiter weg als Bundesliga, um ehrlich zu sein. Oh, das krass. War ganz weit weg. Krass. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Aber ja, habe meinen meinen zweiten Frühling nochmal gekriegt. Ja, geil.